Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben einen T-80BV-Panzer der russischen Armee zerstört. Zu diesem Zweck wurde eine Kamikaze-Drohne eingesetzt. Die Analysten von UA Weapons veröffentlichten ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Panzer von einer FPV-Drohne mit Sprengstoff getroffen wird. Aufgrund der an Bord befindlichen Munition explodierte der T-80BV spektakulär. Der Panzer wurde von den Soldaten der 72 separatistischen mechanisierten Brigade in der Region Donetsk zerstört. Der T-80BV wird häufig auf dem Territorium der Ukraine gesehen. Nach Angaben von Oryx-Analysten hat die russische Armee seit dem 24. Februar letzten Jahres mehr als 360 dieser Panzer verloren. Die meisten von ihnen wurden zerstört und mehrere Dutzend T-80BV wurden von den Streitkräften der Ukraine erbeutet.